Hi, ich bin Ferdi von Zeta Automotive. Wir fahren heute Mini, um genau zu sein Mini Cooper S, aber als Cabrio. Das heute leider ein bisschen windig ist, kühl ist, kalt ist und bewölkt. Lassen wir das Dach lieber zu. Wir haben bei dem Mini Cooper S hier, das ist noch die R-Generation, also quasi noch die ältere Baugeneration, ein bisschen an der Software rumgefeilt. Und zwar hat da Mini vor ein bisschen längerer Zeit mal ein Software-Update gemacht. Also die Minis haben ab Werk eigentlich schon im Schubbetrieb gut geknallt. Also die haben ein paar Fehlzündungen gemacht, hat leicht nachgebrübbelt, weil der Sound an sich mit der Serienanlage, der ist zwar schon okay, der ist kernig, aber mit diesem Knallen im Schubbetrieb kam das halt noch deutlich sportlicher rüber. Vor allem, wenn dann so ein kleiner Mini kommt und dann noch ein bisschen knallt, dann hört sich das nicht geil an und sieht auch noch böse aus. Aber die haben ein Software-Update gemacht, das dieses Knallen quasi weggenommen hat. Der hat nur noch beim Gangwechsel ein bisschen nachgepafft, aber im Schubbetrieb dieses Knallen, diese Fehlzündungen, die aktiv einfach gemacht wurden, wurden wegrationalisiert und beziehungsweise einfach eliminiert. Und wir haben jetzt hier eine Modifizierung der Software gemacht, bedeutet, das Kennfeld wurde ein bisschen bearbeitet, die Software wurde ein bisschen aggressiver gemacht und zusätzlich haben wir die Fehlzündungen wieder eingebaut. Und die sind quasi bei Lastwechsel und im Schubbetrieb richtig gut zu hören. Also wenn wir jetzt ein bisschen fahren. Schalten runter. Kommt schon richtig geil. Also das ist schon mächtig in so einem Mini. Ah, na? Jetzt wollte er nicht. Das hat zu wenig Last für ihn. Aber es ist schon böse. Und das Auto geht auch echt gut. Also das wiegt halt auch nicht so viel. Ne? Und wenn dann so eine geballte Leistungsmaschine kommt und dann so knallt. Mist, gerade nicht. Aber wenn er dann noch so knallen würde. Also ich finde das schon echt geil für so ein kleines Auto. So, das war's auch schon. Ganz kurz und knapp nur einmal quasi euch die Leidensgeschichte von diesem Mini erzählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren und bis zum nächsten Video.